Hallo Freunde des gepflegten Videospiels, das heißt, wir kommen zu einer Neuaufnahme vom 10. Part von meinem Let's Play von der Legend of Zelda Minish Cap. Jim von Jim und Masofi war so freundlich und hat mir, eine Safe State gemacht dafür. Oh Gott, die Tasten sind jetzt umgelegt. Damit ich das hier so weitermachen kann. Denn ich dussel, das heißt ich dussel, Fractasia hat einfach die Aufnahme gelöscht, obwohl es das gar nicht durfte. So, und jetzt darf ich tierisch aufpassen, denn der Dussel hat in seinem Part sämtliche Feen verschwendet und ich habe keinen Bock, hier noch irgendwie, wisst schon, und so. So, jetzt Bumerang. Ist er erstmal wieder geheilt. Nochmal. Der hat noch nicht mal den magischen Bumerang. Na, leck mich fett. Das kann lustig werden. So, und jetzt lade ich mich erstmal wieder mit Feen auf. Nummer 1. Na. Raus. Nein. Ich frage mich, ob er den Trick auch angewandt hat. Nummer 2. Immerhin hat 3 Flaschen. Das ist doch schon mal was. So, komm her. Bam. Das war's. Wir haben alles. So, weiter geht's. Oh, meine Güte. Ich vergesse jedes Mal, dass ich auf der falschen Taste bin. Ist noch alles von Mega Man so eingestellt. Jetzt hat aber. Ich weiß nicht, warum er Fractasia hat einfach mal die Aufnahme gelöscht, weil es so lieb und freundlich zu seinem Meisterchen ist und von daher. Fick dich, Fractasia. Fäkal-Tasia. Leck mich am Arsch, Tasia. Eieiei. Beinahe den Greifmantel vergessen. Hui. Oh mein Gott, eine Falle. Damit hat er überhaupt keine gerechnet. What the fuck? Okay, kurzer Schnitt, da ist irgendwas passiert. Okay, ich glaube, es beeinträchtigt nicht das Video. Da ist gerade eben nur mein Java-Dings da aufgegangen. Was für ein arschiges Teil, wenn das gerade aufgeht, wenn ich aufnehme. Das finde ich nicht so nett. Aber ja, los. Lass dich töten, du Penis. Sag mal, warum bin ich eigentlich verletzt? Ich war doch gerade eben noch voll. Ach, Alter, wenn es den gehangen hat, wurde ich also angegriffen. Ja, ja, fick dich. Was, wenn ich noch ein Herz gehabt hätte und gestorben wäre? Ja, was wäre dann gewesen? Drecksackprogramm. Und die ganze Welt gegen mich. Erinnere mich an ein Gespräch mit einer Freundin letztens. Sie so, was ist los? Sie so, ja, irgendwie leckt mich heute der ganze Tag am Arsch. Was sag ich, Arsch, natürlich? Ich kann dich gleich mal ganz woanders lecken. Ja, ja, ihr habt natürlich keine Ahnung, was ich gemeint habe. Kleine Kinder unter 10 plus 6 Jahren, bitte nicht zuhören. Großer Schlüssel. Oh mein Gott, das ist ja so ein... Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil ich ja gar nicht wusste, dass der da kommt. Und da ist ein Abgrund. Oh mein Gott, damit habe ich auch nicht gerechnet. Und jetzt kommt ein Soldat. Oh mein Gott, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Kann ich den schon? Nee, kann ich nicht. Fick dich, fick dich, fick dich. Stirb, fick dich, stirb, fick dich, stirb, fick dich, stirb, fick dich. Haha. Wurde doch mal Zeit, dass er abkratzt. So. Ja, das ist fantastisch. Dieser Palast ist ja noch größer. Nein, jetzt nicht abschrecken lassen. Noch ein kleines bisschen, Ryu. Ihr seht, das ist von Jim die Safe State. Jetzt habt ihr es gesehen. Das war der lebende Beweis. So, wo lang musste ich nochmal gehen? Ich glaube, hier rauf. Und darunter? Ne, erst hinterher. Muss ich erst darauf. Oh, meine Fresse. Kannst du mich am Arsch? Am Arsch! Okay, Megalack des Todes. So, da muss ich runter. Und finden einen kleinen Schlüssel. Yeah, kleiner Schlüssel. Ich liebe ihn. Kekse. Yeah, ich mag Züge. Miau. So, jetzt könnten wir, wo lang müssen wir jetzt? Ich glaube, unten lang. Mein Gott, ich hasse es, wenn ich Sachen nochmal spielen muss. Ich weiß, wo ich lang muss, aber ich vergesse es jedes Mal, weil ich denke, ich brauche es nicht mehr. Boah, dieser drecksbrüchige Boden. Ich bin noch nicht mehr so lange drauf, wenn das Scheißteil kommt runter. Okay, nochmal raus, rein. So, okay, jetzt muss ich abwechselnd auf den Platten mich aufladen. Auf der hier und der hier. Dann darf ich laufen, 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 laufen. Geschafft. Greifenmantel raus. Hui. 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 Und da drin ist noch ein kleiner Schlüssel. So, jetzt müssen wir darüber fliegen. Und möglichst nicht in diese Minen, denn dort macht das Krach-Bumm und dann landen wir im Graben.
oder auf dieser wunderschön animierten Weltkarte, die unter unseren Füßen sich selbstständig noch bewegt. Ist das nicht herrlich? Okay, wunderbar, wir sind drüben. Jo, jetzt Mumien schlachten, damit sie uns nicht umarmen und uns einen ganz dringenden Drücker geben. Darauf habe ich nicht überhaupt keinen Bock. So, wo lang jetzt? Hier, glaube ich. Haha. Cheat. Ach nee, da war ich schon. Okay, da müssen wir nicht lang. Hey. Müssen darauf. So, jawohl. Den hat er ja schon alles ausgelöst. So, wunderbar. Gut, dann muss ich hier runter. Hä? An den Raum kann ich mich mal überhaupt nicht erinnern. Offel. Fehler in der Berechnung, da hätte ich glaube ich gar nicht runtergemusst. Ha! Ach, ich bin so dämlich. Da musste ich gar nicht lang. Aber macht ja nichts. War ja nur so ein Zwischenraum. Hier lang. Genau, jetzt kommen hier wieder schwule Magier. Ich einfach mal töte. Nein! Mach das weg! So. Und ja, die Karte. Brauchen wir zwar nicht, aber scheiß drauf. So, Hände des Todes. Jetzt können wir den Hebel ziehen und die Tür öffnet sich. So, ihr könnt mich mal am Anus und Venus lecken und dich mache ich tot. Hat er überhaupt alle Schwertechniken gelernt? Ich weiß es gar nicht. Alter. Er hat nur 4. Wirbelattacke, Ausfall, Energiestrahl. Oh mein Gott, er hat noch nicht mal diesen Rollangriff, oder? Boah. Lass mich los. Ich will nicht geknuddelt werden. Vor allem nicht, wenn so viel Leben abzieht. So. Den Bogen des Lichts hat er auch nicht? Nee, dachte ich mir schon. So. Peng. Boom. Könnte man nicht noch irgendwas holen? Gut, ich meinte mich nur zu erinnern, dass es hier irgendwas günstiger gab, aber ich habe mich wohl geirrt. Doch, tatsächlich. Wenn man es richtig macht, im Gegensatz zu mir. Ha! Geht doch. Da wollen wir doch mal gucken, was in dieser schönen kleinen Truhe für uns drin ist. Einmal reinlinsen muss, nein, das habe ich bei meinem eigentlichen Partner nicht. Wow. Habt ihr gesehen? Grins. Freude, Smiley, Lächel, Sternchen, Hust, Sternchen. Öffnen. Ah, wir sind schon fast da, oder wie? Haha, you failed. Nein! Ah, ich bin nur noch reingelaufen, nicht der. Ah. Der hat bestimmt auch einen sehr festen Händedruck. Bomben, danke. Stirb. Meine Fresse. Mach das weg. Danke. Kack. Peng. Oh, dumm. Kommt davor, wenn man nicht aufpasst. Gegen die darf man nicht laufen, sonst macht's Klatsch und alles ist dicht. So, die da drüben dürfte ich auslösen, aber das Problem ist, ich renne immer dagegen. Ach, geschafft. Wunderbar. Und dann finden wir hier einen kleinen Schlüssel. Einen großen Schlüssel haben wir schon, das heißt, um den brauchen wir jetzt gar keinen Stress mehr zu machen. So, könnt ihr ruhig dicht machen, ist mir Wurst, denn da müssen wir runter. Ja, das ist dieser Raum. Und jetzt sind wir im vorletzten Raum. Und wenn ich mit dem Tempel hier durch bin, ich werde nicht nochmal die ganzen Extras holen, die ich in meinem die ich in meinem eigentlichen 10. Part eingesammelt habe. An Schwertern kann ich sowieso nicht, denn Jim hat nicht die Sachen, die ich bräuchte. Und es ist ja restlich auch Wurst, da ich ja alles habe. Und die meisten von euch kennen ja so oder so, alles ist, da muss ich das nicht nochmal extra zeigen. Falsche Richtung.
Oh, meine Güte, ich renn heute auch in alles rein. Kuscht. Kuscht dich. Hopp. Naja, bin ja relativ schadlos durchgekommen. Wenn man mal die 5 Treffer abzieht, die ich gerade eben eingesteckt habe, ist es ja nicht so wild. So, rauf, 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 rauf. Hä? Da war noch ein Extra? Ich will dieses Extra. Was war da drüben? Ich will jetzt nochmal rein der Neugierde nachgucken, was da drüben ist. Hö? Nichts? Oh, doch, eine Truhe. Mit einem roten Herzfragment. Herzfragment, roten. Check. Nein! Ich wusste, es war ein Fehler, hierher zu kommen. Stepp. Gegner ohne Ende. Und abwärts. Und da war ein grünes, aber das brauche ich ja nicht mehr. So, hopp, 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 hopp. Hopp. So, ein paar Herzen wären noch ganz nett, denn ich brauche jetzt dringend welche. Ja, und ein Abgrund springt, das muss ich auch ganz unbedingt machen, das ist sehr wichtig. Elementar wichtig. So, jetzt noch 2 Herzen auffüllen und dann noch eins sogar. Okay, jetzt kann's losgehen. Bosskampf. Eigentlich mein Lieblingsbosskampf im ganzen Zelda-Spiel. Ich meine, das ist mal eine richtig coole Idee eigentlich. Auf so einem Rücken von so einem Mantarochen kämpfen. Jetzt ab. Gut, einer im Eimer. Wir müssen nicht immer so verdoppeln. Ah, scheiße. Immer so verdoppeln, dass ihr die Augen alle trefft und dann einfach draufpatschen. Geht nur, wenn ihr euch verdoppelt. Einzel geht nicht. Bei den Kleinen hier kommt immer wieder ein Auge und nach dem Schlag dreht sich sein Schweif. Da springt ihr drüber, weil sonst schubst er euch auf nette Art und Weise in den Abgrund. Hopp. Ah, failed. Ist eigentlich ein Kinderspieler-Boss. So, ich glaube nach 4 Treffern, wenn man jedes Auge einmal erwischt hat, genau, stürzt das Ding ab. Dann müsst ihr runterspringen, ansonsten stürzt ihr mit dem Ding in die Tiefe. Und ab Stufe 2 kommen auch diese hässlichen Teile hier angeflogen, die euch mit Energiekugeln abknallen und die eure Partner zerstören, wenn sie euch treffen. Was ich gerade eindrucksvoll unter Beweis gestellt habe. Hat auch einen schwulen Energiekugeln-Depp. Vor allem zielt ihr auch immer direkt auf einen selbst. Gut, ich hab's immer zerstört. So, nächster Blauer. Wo ist der? Ja genau, jetzt kommen noch diese grünen Dinger. Ha! Grad noch. Na, komm. Wo ist das Auge? Erwischt. So, damit wäre das auch erledigt. Jetzt kommt das blöde Ding schon von 2 Seiten angedüst. Was? Ich hab's fast geschafft, Drecksack. Okay, das Ding ist im Eimer. Gut, damit hätten wir das dritte. Springe erstmal in den Gegner rein. Und jetzt schwirrt das Teil hier nur noch um diesen. Ja, also um die Endboss-Platte. Wo uns Problem ist, mit dem Doppelsprung fallt ihr jetzt runter. Das heißt, ihr müsst da ein bisschen aufpassen. Mit den ganzen scheiß grünen Viechern. Okay, das war jetzt Glück, weil die grünen Viecher hätten mich jetzt noch voll oft erwischt. So, aufladen. Und draufhotzen. Und das war es jetzt endgültig. Bosskampf zu Ende. Mein Lieblingsbosskampf im ganzen Spiel eigentlich. Nur, dass wir jetzt nicht abstürzen, ist irgendwie seltsam. Wir fallen jetzt einfach nur von hier oben runter und das war's. Windelement erhalten. Das Windelement erhält die Kraft, der Samen trägt und Früchte bringt. Dann holen wir uns auch das nächste Herzstück. 14. Und verlassen diesen Tempel. Wir besitzen alle 4 Elemente. Erschaffen wir das heilige Schwert. So, okay. Bin ich auch dafür, Celo. Und zwar, um das zu tun, müssen wir wieder in die heilige Stadt in Hyrule zurückkehren. Im Normalfall würde ich jetzt noch 10.000 Dinge einsammeln, die ich auch in meinem Let's Play gesammelt habe. Er hat auch zum Beispiel nicht
Ach, noch eins tiefer. Tiefer. Er hat auch nicht den Teleportal aktiviert, was ich getan habe. Oh, die Musik ist so geil. Da. Ich weiß, dass es die ursprüngliche Musik ist von Zelda, aber trotzdem. Klingt total episch. So, wenn wir in Hyrule. So, okay. So, jetzt müssen wir uns nochmal hier durch den Innenhof mogeln, ohne dass uns einer von diesen dusseligen Wachen entdeckt. Was nicht wirklich sonderlich schwer ist. Ich werde einfach, bis es wieder nach rechts geht. Guck nach rechts. So, jetzt hier durch. Durch. So, hier muss ich wieder den richtigen Moment abpassen, wenn die eine Wache nach links geht und die eine Wache nach unten. Dieser Moment ist gerade gekommen. Dumm. Guck ich da jetzt durch? Nee, scheiße. Muss nochmal eine Runde warten. Da. Lol, wie hab ich das geschafft? Hä, wann muss ich denn da durchlaufen? Bin ich gerade zu doof, um den richtigen Moment zu finden? Ich glaube, ich kann schon vorbei, wenn sich die linke Wache umdreht. Aber wann kann ich denn vorbeirennen? Ich meine, die sehen mich ja fast immer. Jetzt hat. Oh, meine Güte. So, jetzt hier runter. Und das ist wieder so schön, das ist die Originalmusik aus dem Zelda Link to the Past. Wenn man sich in den Katakomben aufhält. Hey, ein Herz, was ich nicht brauche. Cool. Stirb, ich spiele Musik vor. Ach nee, das wirkt nur bei den Hasen in einem anderen Zelda. Egal, gut. Steht mal die Flöte in Rutloff Season, da gehen die Hasen kaputt. Voll lustig. Und am epischen rüsten wir uns mit einem schlechten Schild aus. Hua, hua. Ching. Muffa ring the laser, block. Nur der rote und der blaue haben gerade eben geblinkt, die anderen beiden nicht. Da. Das Windelement wurde übertragen. Die Kraft der vier Elemente wurde auf das weiße Schwert übertragen. Nun ist es das Schwert der vier. Du kannst dich jetzt vier teilen. Lädst du das Schwert mit dem Energieknopf, indem du den Knopf gedrückt hältst. Und lässt ihn dann los, feuerst du einen Strahl ab, der versteinerte Menschen von dem Fluch des Hexenmeisters befreit. Wie schön, dass du mit demonstrierst und gleich meine Wand einreißt. Tja, wir machen den Weg frei. Volksbanken, Raiffeisenbanken. Hola, weil das alte Geschäft noch vollkommen ist, hat sich eine Tür geöffnet. Vielleicht fällt sie zum Raum, in dem der Geheimnis des Forts verborgen ist. Rio, lass uns hineingehen. Mhm, abgesehen davon, dass ich die Wand eingerissen habe, ist ja Wurst, ne? Na nur, dieses Bild aus Glas erscheint auf den Ort hinzuweisen, an dem sich das Forst befindet. Diese Geschichte sollte euch bekannt vorkommen. Vor langer, langer Zeit. Als die Welt von tiefer Dunkelheit verschlungen zu werden drohte. Stiegen Minish vom Himmel herab, um einem Hellen das goldene Licht und ein Schwert zu geben. Dieser Held vertrieb die Dunkelheit mit seiner Weisheit und Tapferkeit. Und brachte Frieden. Seid hier, ehren die Menschen das Schwert. Das goldene Licht, Forth, weilte lange bei der Prinzessin von Hyrule. So war das, nicht wahr? Du bist so unglaublich naiv. Erst gibst du mir die Mütze der Wünsche und dann führst du mich hierher. Ich brauche euch nicht mehr. Jetzt weiß ich, wo das Forst verborgen ist. Tim! Entschuldigung. Rio, wach auf, Rio! Meine Frau. Dieser Vati,
hat sich in den Königerweil, um das Forst zu suchen. Irgendjeder von diesen Ort erfahren darauf gewartet, dass wir das heilige Schwert wieder schaffen. Wenn die Darstellung auf dem Glasbild stimmt, droht das Forst und Zelda. Dieser Kerl wird bestimmt versuchen, Zelda das Forst zu entreißen. Wir dürfen nicht zulassen, dass er Zelda noch mehr antut. Beeil dich, Rio, wir müssen Wart hier aufhalten. Ich finde, die Musik passt gerade übel. Ding, 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 ding. Oh nein, das ist ja... Alle sind zu Stein geworden. Der Minister, die Soldaten, genau wie Zelda. Das ist offensichtlich Wartys Werk. Seine Grausamkeit kennt keine Grenzen. Rio, nun ist es Zeit, mit der Macht des Schwerts Saphir den Fluch zu brechen. Okay, dann befreie ich erstmal dich. Halt, warte, kann ich den da unten eigentlich zuerst befreien? Ich will dich befreien. Ha, yep, kann ich. Lass mich durch, die anderen sind mir zu unnütz und so. Hi. Du hast mich gerettet, danke. Rette schnell meine beiden Kollegen. Nein. Okay, dann rette ich erst den da. Der Minister ist unwichtig. Hoho. So, erstmal dich. Ah, Rio, wir sind gerettet, danke. Hier sind schreckliche Dinge passiert. Der König, der sich so merkwürdig benommen hat, war in Wirklichkeit Wati. Wir wurden einer nach dem anderen von Wati versteinert und dann greifen die Monster an. Was ist so mit diesem Schloss geschehen? Rio, ist das schrecklich. Wati ist mit dem Verstand sehr auf der Socke geflohen. Er wird sich böse und du musst ihn aufhalten. So, Leute, und das ist genau der Punkt, an dem ich jetzt schneide, denn... Was ist denn das? Ist das hier wirklich das schöne Schloss Hyrule? Unglaublich! Ich hätte nie gedacht, dass Wartys Kräfte so viel Unheil anrichten können. Der König und Zelda sind in Gefahr. Beeil dich, Tim! Rio. Ja, Leute, ich werde den Part hier beenden, denn genau hier setzt auch wieder Part 11 an und dann ist wieder alles beim Alten. Von daher schneide ich jetzt hier, dann habe ich auch wieder meine Ausrüstung, also das hier wird alles wieder aufgewertet sein und so. Und von daher würde ich sagen, Rio, du klingt sich aus. Wir sehen uns so. Let's play Legend of Zelda. Minish Cap, Part Nummer 11. Bis dann, ciao!